Ja, das ist der AOR-Funkscanner AR3000A. Ist auch schon wieder, der ist ja aus den 90ern, also der wurde vor 20 Jahren vertrieben. Und der geht ja von 100 Kilohertz bis 2000 Megahertz und der kann also Kurzwelle, AM, Mittelwelle, Langwelle, ja, dann halt normales Radio, weil der hat einen lückenlosen Empfang, ne? Im Gegensatz zu den Uniden Bearcat Empfängern, die haben ja oft oder eigentlich immer diese Frequenzlücken. Das hat er hier überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Naja, es ist ein sehr angenehmer Empfänger. Ich habe ja hier auch noch den AOR 8600. Das ist die modernere Version sozusagen. Da muss man aber öfter mal ins Menü, zum Beispiel um die Schrittweite zu ändern oder um den Betriebsmodus zu ändern, also von AM auf USB oder LSB oder FM oder irgend sowas. Das geht hier ein bisschen einfacher. Dieser ist jetzt eine Boger-Version, das heißt, der hat noch ein paar Zusatzfunktionen. Das kann man hier auf der Rückseite sehen. Also hier ist ein Schalter, hier ist noch ein Schalter und hier ist noch so ein Kippschalter. Dieser hier, also das, den gibt es normalerweise nicht. Das ist ein Sprachinverter, also da wird das Signal praktisch so 180 Grad horizontal gespiegelt. So sah das für mich jedenfalls aus. Als ich mal ein RTTY empfangen habe, habt ihr es einfach umgeschaltet und da war alles spiegelverkehrt, ne? Es war praktisch statt USB LSB. So sah das aus und so reagierte das Dekodiergerät dann auch. Ja, und dann hier gibt es noch einen Remote-Schalter. Also das ist, wenn man die serielle Schnittstelle verwendet, dann muss man das auf anmachen, auf Remote. Ja, und dieses hier, das ist eine Boger-Funktion. Da schaltet der bei AM, also von 12 Kilohertz auf die schmalen 2,4 Kilohertz, die er ja schon hat für SSB, ne? Also für USB, LSB, CW. Ja, und das macht sich positiv bemerkbar bei der Sendersuche, weil 12 Kilohertz ist ja sehr breit. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, jetzt habe ich ihn auf schmal gestellt. Jetzt mache ich mal breit. Da haben wir jetzt natürlich ein breiteres Frequenzspektrum vom Sound her. Leider auch mehr Rauschen in diesem Fall. Aber für die Sendersuche schalte ich immer hier einfach um auf 2,4 Kilohertz. Und dann finde ich die Sender schneller. Grundsätzlich kann man hier einfach die Schrittweite ändern, wenn man auf Step drauf drückt. Und dann kann man sich irgendeine Zahl aussuchen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch 0,1 machen. Das wären dann 100 Kilohertz Schritte. Das ist für AM jetzt ein bisschen zu fein eigentlich. Oder ich mache halt Step 5 Kilohertz. Das sind denn jetzt die normalen Abstände bei AM, aber die stimmen ja auch nicht immer so ganz genau. Deswegen mache ich am liebsten immer 1 Kilohertz Schritte bei AM. Step 1. So, da habe ich jetzt 1 Kilohertz Schritte. Man kann hier, da gibt es ja noch so einen lustigen Schalter, da kann man auf drauf drücken. Ja, in diesem Fall geht es jetzt schneller, weil die langsame Betriebsart braucht, da braucht das Rad also 37 Schritte für eine Umdrehung und bei der schnellen, im schnellen Modus 7 Schritte, ne? Also wenn man es eilig hat. Das hier auch, das ist hier zehnfach. Also wenn ich jetzt 1 Kilohertz eingestellt habe und da hier drauf drücke, steht hier Step.
dann habe ich jetzt 10 mal 1 Kilohertz Schritte, also 10 Kilohertz Schritte. Ist auch, wenn man es mal eilig hat, ne? Wenn man wieder drauf drückt, ist weg. Ansonsten kann man bei Mode, da kann man die Betriebsart einstellen. Also jetzt steht er hier auf AM. Und wenn ich jetzt, kann auch hier auf Up und Down drücken. LSB, USB, CW. Dann fängt er wieder von vorne an. NFM, also Narrow FM, schmales FM ist das, 12 Kilohertz. WFM ist Wired FM, das ist also für UKW-Rundfunk sozusagen, ne, also normales Radio, 180 Kilohertz. AM ist halt 12 Kilohertz, beziehungsweise durch die Boga-Funktion auch 2,4 Kilohertz. Ja, wie ist denn das eigentlich bei dem 8600er? Da haben wir bei AM breit 9 Kilohertz und bei AM schmal 3 Kilohertz. Das ist ein bisschen realistischer, finde ich. Trotzdem, vom Klang ist der, finde ich, den AR3000 etwas besser. Der ist ein bisschen brillanter. Der 8600er klingt ein bisschen dumpfer. Das Blöde ist, ich muss jetzt hier beim 8600er, wenn ich jetzt die Schrittweite verändern möchte oder die Betriebsart ändern möchte, muss ich immer ins Menü. Muss ich Function, Mode zum Beispiel, ne? Dann halt kann ich hier AM, NAM, also Narrow AM, USB, LSB und so weiter. Ne? Man kann auch Automatik, geht auch. Auto könnte man auch machen. Ja. Ich kann auch auf Clear, wenn ich gar nichts machen will, gehe ich auf Clear, dann ist alles wieder okay. Ja, da muss ich also immer ins Menü für die Schrittweite. Das muss ich hier nicht, für den Modus schon. Ja, für die Schrittweite auch. Ne? Da muss ich hier auf Function, Step. Jetzt habe ich hier Step 1 und dann kann ich hier halt drehen. Ne? Ja, das ist gut. Ich habe hier 8,33. Das ist ja für Flugfunkfrequenzen. Das hat der AR3000 nicht. Der hat nur 5er Schritte oder 0,5er Schritte. Bis 0,05. Ja. Und wieder 1. So, naja, wollen wir mal gucken. Was wir hier empfangen können. Jetzt haben wir es Ortszeit 18.36 Uhr. Da wir Sommerzeit haben und ich in Deutschland gerade bin, muss ich 2 Stunden abziehen für die Weltzeit UTC. Da sind wir also bei UTC 16.37 Uhr. Also ziemlich früh im Grunde genommen. So, jetzt sind wir hier bei 7330 Kilohertz. Ja, eine schöne Sache ist hier auch, dass ich hier so mit dem Daumen so drehen kann. Weil es ist sehr leichtgängig. Das geht beim 8600er nicht so gut. Es geht auch, aber ein bisschen schwerer. Geht aber auch. Aber hier geht es noch schöner. Und außerdem ist das Gerät so schön schräg. Da kann man sehr komfortabel so von vorne drauf schauen. So, jetzt bin ich hier 2,4 Kilohertz. Mal gucken, was wir hier finden. 7345. Mal gucken, was hier der NRD. Ach so, ich habe hier übrigens die Breitbandantenne dran, das ist eine Stabantenne auf dem Dach von AOR, die heißt SA7000 und die geht von Langwelle bis 2000 MHz, also eine Breitbandantenne. Empfängt sehr gut, ist vor allen Dingen auch sehr gut geeignet für solche Funkscanner, die ja sehr empfindlich sind. So, jetzt schauen wir mal hier sind 30 Meter Langdraht dran.
Der kommt ja eigentlich mit allen Antennen zurecht. Der NRD 525, 7345. Naja, die hatten wir vorher auch gar nicht gehört. Der hat jetzt als breiten AM-Filter 4 Kilohertz nur und als schmalen SSB-Filter 2 Kilohertz. Dann gibt es noch einen, den ich hier nicht drin habe, 0,5 Kilohertz, also für CW, ne, für Morsen und so. Und dann gibt es noch einen 12 Kilohertz, ne, oder hat der 50? 15 Kilohertz, glaube ich, ist das. 12 oder 15, also auch sehr breit. Wenn ich hier auf AUX gehe, ne, dann ist der, ich blende es dann ein, ich glaube 12 oder 15. Das ist jetzt 4. Aber geht eigentlich. Also 4 finde ich ganz gut. So, da haben wir jetzt diese 7345. Breit. Schmal. Gucken wir mal weiter. So, jetzt ist er breit. 7380. Auch sogar Deutsch. Naja gut, das ist natürlich wirklich einer der besten Kurzwellenempfänger, die man so haben kann. Ne? Jetzt vielleicht nicht so ein fairer Vergleich mit so einem Funkscanner. Aber, Überraschung, ich habe ja hier noch die Klingeldrahtantenne. Ich habe da mehrere Versionen. Diese hier auf dem Reifen. Und dann habe ich hier eine, die ist so omnidirektional quasi. Die habe ich da nur so hingehängt. Allerdings habe ich es getestet. Und so wie sie hier hängt, kann ich praktisch jede Richtung gut empfangen. Und die werde ich jetzt einfach mal, die muss ich nicht drehen, ne? Das ist der Vorteil. Und die werde ich jetzt mal hier reinstöpseln. Mal gucken, was da rauskommt. Bisschen besser, ne? Nochmal zurück. Das ist die AOR. Naja, ungefähr gleich, würde ich mal sagen. Bisschen besser. Gut, lasse ich sie mal dran. Ich mache mal schmal. Hier ist noch was. 7385. Gehen wir mal auf 9300. So, da ist einer. 9310. Gucken. 9310. Also hier bei dem Gerät braucht man übrigens keinen Antennentuner, der hat das schon eingebaut. Kann man einfach irgendwas dranhängen.
haben wir unseren verrückten Prediger. Ich nenne ihn mal so. Ich finde den ziemlich durchgeknallt irgendwie, aber na gut, Geschmackssache. Brother Stair. So, das ist jetzt breit, 12 kHz. Das ist jetzt schmal. Da merken wir, das Frequenzspektrum ist jetzt sehr stark eingeschränkt. Deswegen versteht man nichts mehr. Weniger. 12 kHz. So. Ja, ist natürlich deutlich besser. So. Gehen wir weiter. Ich habe jetzt wieder schmal gestellt, ne? Dann finde ich das Griechenland. Hellas. Irgendwie heißt der. 9420. So, ich kann ja Musik nicht so lange zeigen, sonst schimpft YouTube wieder. Aber das ist schön hier mit dem Rad. Sehr angenehm. So, breit. Musik, muss ich wieder weiter suchen. Auch Musik. Breit. Französisch. Glaube ich. So, das ist genau 9500. So. Natürlich hat ja NRD auch einen besseren Lautsprecher eingebaut. Kann man die aber auch einen externen anschließen, hinten. So eine Buchse. Hier oder hier. So, ich mache ihn mal wieder schmal für, zum Suchen. Noch nicht richtig eingestellt. Oder? Nein, besser wird er nicht. Breit. 1540. Ja, man kann hier auch auf Run drücken, dann wird die Schrittweite kleiner, ne? Dann habe ich jetzt hier nicht 1 Kilohertz Schritte, sondern 1/10
Ist dann feiner. Brauche ich jetzt für AM eigentlich nicht. Drücke ich halt nochmal drauf. Und jetzt ist wieder normal. So, 9540. So, was haben wir hier? Also er schlägt sich doch ganz gut, finde ich. Ich kann hier halt sehr schön an der Feldstärke sehen, ob ich ihn richtig eingestellt habe, wenn ich den schmalen Filter nehme. Wenn ich jetzt den breiten habe, ne, dann ist es schwieriger, das die richtige Frequenz zu finden. Jetzt mache ich wieder schmal. So. Da habe ich ihn. 9570. Wahrscheinlich ein chinesischer. Chinesischer Sender. So, breit. Gut. So, schmal. Da ist der nächste. Ja, das geht richtig gut. Ja, wenn ich jetzt die Sprache invertiere, also dieser Sprachinverter hinten, wenn ich den Kippschalter hochmache, klingt das ganz komisch, ne? Ja, das hat man früher als Dekodier, als Codiertechnik verwendet, um, ich glaube im Polizeifunk, um die Verständlichkeit halt, also um es nicht, um es unverständlich zu machen, damit man nicht so mithören kann, ne? Also eine relativ simple Methode eigentlich. So, ist jetzt breit. So, schauen wir mal weiter. Ja, hier weiß ich jetzt durch dank des schmalen Filters genau, wo die Frequenz richtig eingestellt ist, ne? Nämlich hier bei 6005. Man kann auch hier die Tasten nehmen, ne? Man kann auch diesen Piepston ausschalten, wenn einen das stört. So, das war jetzt schmal. So ist es breit, 12 Kilohertz. So, schnell weiter. Frequenzen abspeichern geht hier ganz einfach. Also ich zeige jetzt mal die schnelle Methode. Also ich muss vorher in den Memo-Mode erstmal rein, um mir einen Speicherplatz auszusuchen, wo ich die neue Frequenz abspeichern möchte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die 25. Ich nehme mal die 25. So, da ist jetzt 9420 gespeichert. Dann muss ich erstmal aus dem Memo-Modus wieder raus, nämlich indem ich hier auf Dial drauf drücke. So, jetzt bin ich aus dem Memo-Modus raus. Jetzt gehe ich auf eine andere Frequenz. Hier die zum Beispiel, ne? 9500.
Wenn ich die jetzt abspeichern will, dann mache ich einfach Enter. Dann gebe ich ein 25. Na, hier steht jetzt CH wie Channel und jetzt drücke ich nochmal auf Enter. Und dann ist das auf Channel 25. Also das ist jetzt die einfache Methode, ne? Aber ich finde es ganz praktisch. Kann man schnell mal eine Frequenz abspeichern. Das geht im AOR 8600 nicht so einfach. Also da. Deswegen arbeite ich bei dem lieber mit der Software. Speichere ich die über die Software ab einfach. Ja, feines Gerät. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich das bekommen habe. Und es ist sehr universell einsetzbar. Und gehe ich mal wieder auf Memo. Achso, ich bin ja auf Memo. Ah, hier haben wir ein paar Amateurfunker noch. Ich mache mal die AOR 7000, SA 7000 dran. Was haben wir denn hier für eine Betriebsart? Ist das NFM? Ach so, ich hatte den auf schmal gestellt. Ja. Muss man auf breit stellen. Ja, das ist jetzt Amateurfunk auf 2 Meter Band, ne, also 145 Megahertz. NFM, Narrow FM, ist auch 12 Kilohertz. Ja, das kann ich mit dem NRD jetzt natürlich nicht, ne? Der kann nur Kurzwelle. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich zähle gerade mal die Balken. Ach, guck mal an hier mit der Klingeldrahtantenne. Geht auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sogar besser. Ist ja lustig. Wusste ich gar nicht, dass der auch. Bei Flugfunk kann er nicht. Das wäre ein Ding. Ja, das Quelsch haben wir natürlich auch. Müssen die jetzt mal nichts sagen? Huch, ne. Ja, so hat man es anschafft, Mario. Aber es Ging muss jetzt immer das gerade Optimum nicht. rauszukriegen und dann im Endeffekt fällt am Ende, aber jetzt vielleicht doch noch ein bisschen anders Müssten dann komplett aufhören zu reden, ne? So hat es absolut. jetzt keinen Sinn. Die haben mal eine ganze Zeit lang den Weg bestritten. Ja, so kann man halt jetzt ein Und der universales Funk ist auch bei Gerät, so den kann ich jetzt auch zum Fernsehern Beispiel, angekommen, ne? ja, das ist jetzt Kurzwelle, Mittelwelle, normales Radio. Werden bis Ende Gesundheitsminister sei die Situation auch nicht so, dass man die Regeln weiter verschärfen müsse. Ne? Die Kanzlerin äußerte sich nach Wirklich ihrer ein Teilnahme an einer Sitzung des doller kleiner Kasten. Landeskabinetts Ja, ich denke, das soll es mal gewesen sein. Ich wollte euch nur noch mal weiter mitnehmen Ländern sei bei teilweise unterschiedliche Aktionen gesetzt beim Ausprobieren worden. dieses Grundsätzlich gab Gerätes. es aber ein Ist ja für gutes mich auch neu. Zudem hat Ja, Kanzlerin gut. Merkel die unterschiedlichen Ich weiß noch nicht, was Positionen ich das innerhalb nächste der Mal Koalition machen werde. Schauen wir mal. unterschiedliche politische Ja, dann Lager. bleibt schön gesund und genießt das schöne Gesundheitsminister Wetter. Spahn soll sich dafür ausgesprochen haben, Und ja, bis erstmals bald. bei